Willkommen, Freunde, zur 77. Folge unseres Let's Plays. Und es wird sehr, sehr spannend. Wir sind hier zusammen mit Joshua und Torgal und haben gerade eben diesen Behemoth besiegt. Er war unfassbar stark. Er hatte solche Meteoritenkräfte und Blitzkräfte. Yo, so einen haben wir noch nie gesehen. War sehr, sehr schwer. Hat einige Versuche gekostet. Und jetzt wollen wir uns dem Mutterkristall nähern. Einige Heiltränke gefunden. Und die nächsten Gegner. Hier gibt es so viele. Die wollen natürlich so wenig Leben wie möglich verlieren. Kommt schon. Kommt her. Wow, 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 wow. Das war cool. Jetzt den hier. Hey, Odin kann so krass sein. Muss man einfach richtig benutzen. Aber wir haben wieder Feuerramme. Perfekt. So, gab es hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch etwas zum Einsammeln. Super Trank. Oh Mann, ich will auf jeden Fall nicht mehr so oft besiegt werden. Ich weiß nicht, ob es an unserer Ausrüstung liegt. Obwohl, wir könnten auch mal ein paar neue Amulette und so was benutzen. Schauen wir mal ganz kurz auf Ausrüstung. Hier, was haben wir hier? Erhöht den Schaden von Feuerramme um 12% und Feuerschwall um 9%. Okay, und was haben wir? Erhöht die Wirkung von Heiltränken um 20%. Ich habe das hier immer mitgenommen, weil 20% Wirkung von Heiltränke, das wirkt sehr, sehr gut. Sonst haben wir noch dies und das. Haben wir hier was Neues? Aha. Geht das? Armschutz. Ach, egal. Ach, egal. Weiter geht's. Weiter geht's, Freunde. Weitere Gegner. Die wollen heute unbedingt zum Mutterkristall. Das große Finale wartet noch auf uns. Wow, 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 wow. Sehr, sehr viele. Wow, man kann so oft so viele davon damit treffen. Komm schon. Die vier gedrückt Fähigkeit. Santetsuken. Die Santetsuken Balken. Wenn die auf drei sind, können wir immer diese Fähigkeit benutzen, wisst ihr. Wow, 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 ich dachte, alle Gegner werden schon besiegt. Okay, damit kann man keine Magie-Kombo machen. Wenn man Odins Schwert hat. Aber dafür kann man das machen. Wirklich krass. Mit Odin ändern sich viele Kombos. Und noch mehr Gegner? Ganz bestimmt, ja. Warte mal, müssten wir hier entlang? Da rechts lauern doch Gegner. Und hier links auch. Dann statten wir die hier erstmal einen Besuch ab. Die haben wir zuerst gesehen. Ist ja sonst unfair. Feuerramme immer perfekter Start, ne? Um Gegner zu besiegen. Wow, 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 die Ramo-Fähigkeit auch krass. Vielleicht sollte ich die mal upgraden. Neue Gegner, aber nicht hier. Warte, warte mal, da ist eine Truhe. Die öffnen wir. Hä? Ich kann sie im Kampf, kann man sie nicht öffnen. Schade, Mann. Okay, Odin ist... Die Fähigkeiten sind wirklich sehr, sehr gut für Gegnermassen. Okay, aber eigentlich ist es so gut wie jede Fähigkeit so. Durchbrochen. Oh, die kriegen alle so ein Schild. Ich hätte erstmal deren Magier oder so vernichten sollen. Egal. Ah, da ist er. Der hat sich jetzt selbst geschützt. Kollege. Wow. Hey, hey, hey. Aha, das kann das... Okay, das kann ein bisschen Schaden machen. Da unten kämpft Joshua. Der besiegt von die Gegner für uns. Und dank ihm sind wir in der Stufe aufgestiegen. Stufe 41.
Gut, Freunde, wir haben viele Fähigkeitspunkte. Das bedeutet, wir graden mal schnell was ab. Ey, eigentlich schade, dass wir hier Shiva gerade nicht benutzen. Wir haben aber gerade so eine gute Combo und... Klinge der Dunkelheit. 5000, um das zu upgraden. Ich würde sagen, wir... Achso, das haben wir ja schon geupgradet. Das könnten wir meistern, theoretisch. Wollen wir jetzt nicht. Schockwelle haben wir auch schon gemeistert. Das haben wir auch schon gemeistert. Oh Mann, schwierige Entscheidung. Ah, okay. Limitrausch. Sollen wir Limitrausch meistern? Ich denke, das wäre gut. Limitrausch haben wir immer dabei. Jetzt haben wir 4 Balken bestimmt bei Limitrausch. Gar nicht mehr dran gedacht. Okay. Gut, dass sich Joshua um die Gegner hier gekümmert hat. Da scheint ein starker Gegner auf uns zu warten. Da links. Okay, nee, das waren einfach nur Orks. Aber da müssen wir aufpassen mit seiner Kanone. Schwarz scheint er nicht zu sein. Wow, wow, wow. Hey, hey! Nein, Mann. Ausgewichen. Titanfaust. Fataler Sturz. Gehen wir mal einfach in den Limit drauf. Nutzen jetzt Feuerramme. Odin. Komm her, Odin. Das Schwert ist so cool pariert. 6-mal kann man damit schwingen. Oh Mann, hat er uns getroffen. Daneben, zum Glück. Oh, war das viel Schaden. Was macht Joshua da? Er hat einfach ein Kamehameha abgefeuert. Okay, den haben wir erledigt. Und hier sind Schiffe. Das ist leider nicht die Enterprise. Aber guck mal, wie krass das aussieht. Das Wasser. Die Schiffe. Das Spiel hat wirklich eine heftige Grafik. Oh Mann, und dieses Gemetzel. Und weiter geht's. Wo ist der Mutterkristall? Da rechts. Da ist eine riesige Brücke, die dorthin führt. Noch sind wir nicht da. Über diese Brücke dort gelangen wir ins Heiligtum. Das haben wir gerade auch gesehen. Ist es nicht mehr weit. Okay. Weitere Orks. Erstmal hatten wir es mit Akasischen zu tun, jetzt sind die Orks dran. Alle erledigt mit einer einzigen Feuerramme. Und mit der Hilfe von den anderen natürlich auch. Und wir finden viele Heiltränke. Leider nicht so viel Platz. Und da kommt Ultima Scherken. Den dürfen wir nicht unterschätzen. Aber erstmal die Kleinen lieber erledigen, damit die einen nicht nerven. Ja. Da hinten ist noch einer. Auf ihn. Gut. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe Trenos widmen. Okay, ich bin's ausgewichen. Nein, nein, nein. Verdammt, ich wollte eigentlich mal diese Fähigkeit benutzen, Santen Senku. Aber wir müssen jetzt fatalen Sturz einsetzen. Jetzt halte ich mal Viereck gedrückt. Nein, 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 ich muss Odins Klinge rausholen. So, bitte trifft es. Ja. Aber er macht seinen Gigastrahl. Wow, wow, wow. Nicht treffen, bitte trifft mich nicht. Nein, während ich meine Faust aufgeladen habe, hat er es auch getan. Aus der Ferne. Leider ein bisschen viel Leben verloren. Handfaust. Okay, das war's. Wow, 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 wow. Joshua hat uns geheilt. Sehr, sehr nützlich, der Junge. Die zwei Brüder. Durch die Festung also. Mit ihrem Hund. Anders geht es wohl nicht.
Was ist hier, Freunde? Ein Königreich ohne König geht komplett unter. Nur noch Ultimas zu bezwingen. Oh jo, hier läuft sogar eine Maus rum. Wie süß. Wie viel Detail hat das Spiel bitte? Das ist bemerkenswert, Freunde. Wille des Lichts erhalten. Ah, hier geht's nicht mehr weiter? Hallo? Hallo, mach auf, mach auf! Gibt's... Nee, es geht nach oben. Es geht nach oben. Guck mal, wie schön das Licht hier durchscheint. Aus dem kleinen Fenster dort. Jo, ich finde diese Mittelalterwelt immer so schön, Freunde. Und ihr? Solche Burgen. Und Königreich und so weiter. Ist wirklich cool. Und weitere Ultima-Viecher. Eine Feuerramme und die sind alle erledigt. Oh, das waren natürlich nicht alle. Da sind die nächsten. Sechsmal kann man damit einfach schwingen. Ich glaube, seitdem wir das geupgradet haben natürlich. Wow, guckt euch das an. Viereck X mit Odins Schwert. Was ist das für eine brutale Attacke? Macht irgendwie nicht ganz so viel Schaden, aber ist ja natürlich klar. Da unten liegt noch was. Geil. Wo lang? Hierhin? Ja, einfach nach oben. Durch das Tor. Das war klar. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Ort, wo ein Bosskampf kommt. Schon wieder so einer. Der ist aber arkasisch. Ultimas Verderbnis macht vor nichts halt. Wir müssen ihr Einhalt gebieten. Das werden wir. Wieder so ein... So ein Leopard, so ein Blitzleopard. Letztens hatten wir Probleme gegen so einen. Schnell runterziehen, ja. Der hat schnell Kampfgeist verloren. Und mit Ramu sollte das erledigt sein, ja. Feuerramme. Die machen auf einmal so viel Schaden. Und den hier noch. Das war viel Schaden, okay. Das war krass von uns. Jetzt ein bisschen auf Abstand, wenn er aufsteht. Besser so. Vielleicht feuert er was aus der Ferne ab, dann können wir es absorbieren. Ja. Wow, 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 wow. Er ist auf uns gesponsert. Er hat mich getroffen. Er peitscht mit seinen Krallen, was das auch ist. Seine... Was ist das überhaupt? Seine Hörner, seine... Lanzen. Was auch immer. Genau das wollte ich eigentlich. Wurde jetzt leider getroffen. Geben wir mal Limitrausch einfach, um uns ein bisschen zu heilen. Habe ich ihn etwa pariert? Ich bin auf keinen Fall getroffen. Werden aber. Sein Kampfgeist wird so schnell gebrochen. Oha. Er ist nicht so stark. Oder wir sind einfach nur krass stark geworden. Wer weiß. Den haben wir bei Zwang. Man kann irgendwie immer sehen, wenn so ein Platz, so ein größerer Platz kommt, da kommt ein Bosskampf. Ich wollte sogar sagen, jo, das sieht mir nach einem Bosskampf aus. Dann kam hier nichts. Aus dem Nichts ist er von hierher gekommen. Traurig, oder? Das Königreich Valut hatte doch so viel Macht durch den König. 40 Jahre lang oder sowas. Konnte niemand was gegen ihn tun. Auf einmal wurde er einfach von uns erledigt. Und jetzt ist das ganze Land irgendwie verloren. Aber Ultima wird bestimmt nicht leicht zu besiegen sein. Okay, wir müssen hier runter. Der Weg ist doch sehr, sehr lang. So einen langen Weg zu einem Mutterkristall gab es noch nie. Und weitere Ultima-Wesen. Die sind aber klein. Oh, ich hab was pariert. Cool, perfekt, perfekt. Es geht.
geht schnell weiter. Öffnen wir das 1000. Tor. Okay. Wie weit ist es noch? Es geht runter. Da unten sind weitere Gegner. Und da scheinen Orks zu sein. Orks und Akasische. Wow. Wollte ich auch gerade sagen. Das sind so viele. Aber gleich sind es nicht mehr viele. Nach Feuerramme sind es immer nicht mehr viele. Komm, komm, komm. Einmal Ramo in alle benutzen. Aufgeräumt. Hä? Alle erledigt. Man muss einfach die richtigen Fähigkeiten ausgerüstet haben. Aber da sind noch mehr Gegner. Und Feuerramme haben wir wieder. Wow, 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 wow. Was lädt der Kollege da auf? Das lässt mir nicht zu. Heile ich mich eigentlich während Limit? Ja, ey, seht ihr, man heilt sich. Auch wenn da kein grauer Balken ist, man heilt sich einfach immer ein bisschen durch den Limitrausch. Sehr, sehr gut zu wissen. Ich fühle mich unaufhaltbar, aber in letzter Folge haben wir gesehen, dass wir nicht so unaufhaltbar sind. Aber diese Feinde haben gar keine Chance gegen uns. Müssen wir jetzt welche durch? Nein. Nein, aber wir müssen nicht hier hin. Nicht mehr sicher, aber wir sammeln mal kurz das hier ein. Heiltrank, okay. Hä? Doch, wir müssen doch ganz sicher hier durch. Hallo? Ah, okay. Öffne dich, du riesiges Tor. Okay, Freunde. Die Brücke. Kommt jetzt ein riesiger Feind? Das sind... diese beweglichen Typen mit Jutsu der flammenden Feuerkugel. Okay, Joshua kümmert sich um den anderen. Ich glaube, mit Odin kann man ganz gut die Kämpfe anfangen. Wo ist der Kerl hin? Wow, 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 wow. Das war heftig. Das war zu heftig. Und fataler Sturz. Gut. Benutzen wir mal die Feuerramme. Nein, nein, ich muss Ramo treffen. Lass ich nicht zukumpeln. Ja, Kampfgeist gebrochen. Jetzt können wir den auseinandernehmen. Damit. Und gleich noch die Tarnfaust hinterher. Guck mal, wie viel Schaden damit macht. Er ist erledigt. Wow, Joshua, du hast ja gar keinen Schaden an ihn gemacht. Nee, liegt bestimmt daran, dass er mir geholfen hat. Greift an, während ich ihn angreife. Muss vorsichtig sein. Ich darf nicht zu viel Leben verloren. Verloren. Verlieren. Der hat mich fast erledigt. Bro. Dieses Jutsu der flammenden Feuerkugel ist sehr, sehr gefährlich. Okay. Jetzt sollten wir ihn erledigen. Ich hab nicht getroffen. Ist nicht mein Ernst. Ist nicht mein Ernst, oder? Freunde, ich wurde fast erledigt. Ich wurde schon wieder von ihm getroffen. Ist das mein Ernst? Ist das mein Ernst? Bro, wie viel Heiltränke er mir kostet? Ist doch nicht mein Ernst. Seht ihr? Kaum können wir einen stärkeren Gegner direkt machen wie den hier. Und er ist erledigt.
Neue Gegner nähern sich. Soll ich die Last auf dich abwälzen? Ist nicht wahr. Überlegt, Ifrit zu erwecken? So, so, so. Okay. Komm schon mal. Das sind echt viele. Das sind sehr, sehr viele. Feuerramme ist da, unser bester Freund. Das funktioniert nicht, Bro. Was? Ich verfolge den falschen Gegner. Wir müssen leider wieder einen Heiltrank benutzen. Gefällt mir nicht mal. Gefällt mir nicht, einen Heiltrank zu benutzen. So, bist du der Letzte? Bist du der Letzte? Wow, 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 wow. Wie viele Feinde hatten wir heute? Kommen da etwa noch mehr? Und wieder noch mehr kommen. Das ist vielleicht der letzte Fall. Bevor wir die Brücke überqueren. Was muss man essen, um so groß zu werden? Gute Frage. Ist das der Kerl, der sich teleportieren kann? Ich glaube schon. Bro, bitte erledige mich nicht. Oh Mann. Hey, hey, hey. Jetzt verschwindet er wieder. Ach komm, ich musste wieder einen Supertrank schlucken. Manchmal sind die Angriffe von ein paar Feinden so schwer auszuweichen. Oh nein. Endlich konnten wir es ausweichen. Fataler Sturz, ja. Jetzt sein Kampfgeist komplett brechen. Nein, 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 noch nicht. Explosion macht er. Muss richtig vorsichtig sein. Er hat noch eine krasse Fähigkeit drauf. Macht er jetzt seinen Hyperstrahl? Wir haben es absorbiert. Das macht viel Schaden. Komm. Was? Kampfgeist immer noch nicht gebrochen? Jetzt schon. Jetzt alle Attacken, okay? Alle krassen Attacken. Titanfaust. Das hier? Das hier auch noch? Oh Mann, er hat noch so viel Leben und ich will meine Heiltränke doch nicht alle verbrauchen. Oh, yo, hätte er uns damit getroffen. Wären wir am Ende. Immer macht er danach das da. Wir haben es ausgewichen, wir werden erledigt. Wir werden erledigt, komm. Wir ziehen durch mit perfektes Ausweichen. Fataler Sturz, jetzt bist du erledigt, Kumpel. Jetzt haben wir. Und Feuerrahmen. Komm her, Kollege. Ja. Du konntest uns nicht entkommen, Bro. Ha, sehr, sehr gut. Und steigen wir nochmal Level auf? Sieht ganz danach aus, Freunde. Nee, noch nicht. Nicht noch mehr. Ich wollte doch das Spiel speichern. Ich wollte doch die Folge beenden, Freunde. Es hört einfach nicht auf. Die ganze Armee ist hier. Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clank. Kommt vielleicht Dion, um uns zu helfen? Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Was soll ich dann tun? Yo, 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 yo. Was? Die Enterprise kommt einfach rein? Das ist unerwartet. Yo, yo, yo. Jay. Dion. Gav, alle sind da.
Die haben noch ihre Esper-Kräfte. Ganz offensichtlich. Und sie ist nicht allein. Ist die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Geth. Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Deon. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Deon, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Wenn die edlen Damen und Herren also langsam so weit wären? Schön gesagt, Geth. Wir haben viel zu tun. Okay, perfekt. Perfekt. Yo, 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 hier haben wir noch so einen kleinen Shop sogar. Dann könnten wir sogar uns ein Upgrade verleihen. Die ganze Truppe ist da, Freunde. Die ganze Truppe. Das ist die perfekte Vorbereitung für das kommende Finale, was uns wahrscheinlich in den nächsten Folgen erwartet, Freunde. Alle sind hier. Okay, hier beenden wir die Folge. Nächste Folge geht's weiter. Schauen wir mal, ob wir uns ein paar neue Waffen gönnen können. Wie es weitergeht. Das wird sehr, sehr interessant, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Wie fandet ihr es, Freunde? Seid ihr auch gespannt, wie es weitergeht? Heute gab es so viele Gegner. Zum Glück wurde ich nicht von irgendeinem besiegt. Yo, yo, yo. Zeit, Ultima, alles heimzuzahlen, Freunde. Wir sehen uns, Freunde. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bye.